Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal nach sehr, sehr langer Zeit, motiviert durch meine Schwester. Hallo und durch den Dezember und die Einnahmen. Genau, weil ich schon so viel Geld verdiene. Wir haben uns gedacht, wir machen heute eine Wer-würde-eher-Challenge. Den ersten Teil haben wir schon auf ihrem Kanal abgedreht, also schaut da vorbei, wenn ihr nicht eh von da kommt. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Jeder kennt, glaube ich, wie die Challenge abläuft. Let's go! Ching, shang, shang. Scheiße. Also, wer würde eher Fallschirm springen? Eins, zwei, drei. Ja. Willst du das machen? Also ich würde es jetzt nicht gerne machen, aber ich würde mich, glaube ich, trauen. Also wenn man dir das so schenken würde, würdest du es machen? Also ich hatte schon mega Angst, aber ich würde es, glaube ich, machen, so einfach, um es mal gemacht zu haben. Krass, ich würde sowas niemals tun in meinem ganzen Leben. Also ich müsste mich schon mega überwinden, aber ich glaube, ich würde es machen. Okay. Wer würde eher ein Buch durchlesen? Okay. Ich fand die Frage interessant. Wirklich? Okay, 3, 2, warte. Ja, 3, 2, 1. Ja. Ich würde also, würdest du kein Buch durchlesen? Also, ich habe es früher mal gemacht, ein paar Mal, aber ich. Ja, okay, momentan. Ich hätte einfach keine Zeit dafür gerade. Das fuckt so ab. Ohne Witz, ich halte mich an so dummen Sachen auf. Ich hätte dafür gerade irgendwie keinen Nerv. Und du da auch nicht, oder? Doch, schon ein bisschen. Also, momentan lese ich eigentlich wieder relativ viel. Ja, okay. Aber halt nur, wenn ich. Also, man muss Prioritäten setzen. Ja, also, das stimmt schon. Muss man mal das Handy weglegen. Ja, das kann ich nicht. Addicted. Wer würde eher eine Klippe runterspringen? Auf dem Boden, oder? Nein, also in Wasser. Achso, in Wasser. Okay. So Klippen springen. 3, 2, 1. Ja. Würde ich mich jetzt auch nicht direkt trauen. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, wenn ich da stehen würde. Mhm. Aber wenn ich muss oder so. Nein, oder? Doch, vielleicht. Also eher als du, glaube ich. Ja, ich glaube, ich würde es nur so machen, wenn ich es übel. Aber du bist schon mal von einem Boot ins Meer gesprungen. Das habe ich noch nie gemacht und ich habe auch voll Angst davor eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht, was von der Klippe ist ja dann auch nochmal. Ich bin Klippenspringer voll gruselig. Er würde eher die Socken 3 Tage lang nicht wechseln. Boah, okay. 3, 2, 1. Ich würde die sowas von wechseln. Ich wechsle die manchmal 3-mal am Tag. Echt? Ja, ich finde es voll eklig irgendwie. Okay, ich würde es eigentlich auch nicht 3 Tage lang. Wer würde eher drunk und nackt durch die Stadt laufen? Hatten wir schon. 3, 2, 1. Wenn ihr die Erklärung hören wollt, schaut mein Video. Okay. Wer würde sich eher eine Glatze schneiden? Oh Gott, okay. 3, 2, 1. Ja. Ey. Also ich würde es jetzt auch nicht machen, weil ich gerade voll stolz bin, wie meine Haare gewachsen sind. Aber ich hätte halt so vor einem halben Jahr, habe ich ja schon manchmal echt überlegt, mir einfach eine abzurasieren, weil ich mir so dachte, die sind so Schrott gewesen, die Haare. Und jetzt sind die wieder voll gesund und das hat sich gelohnt, das ist nichts zu tun. Woo! Dafür würde ich niemals wieder zu machen, Leute. Ja, ich weiß, also deswegen habe ich mich auch genommen gerade in erster Linie, weil du würdest das auf gar keinen Fall machen. Nee. Wer würde eher aus Versehen Geld zerreißen? 3, 2, 1. Ist mir schon mal passiert. Ja, auch. Oft. Im Portemonnaie. So, dann war das so im Reißverschluss und dann so krach. Das ist so zur Hälfte durch, aber ich ging trotzdem. Ja, ich durfte auch damit bezahlen im Eisladen. Früher habe ich das mal mit so Tesafilm zugeklebt, aber dann dachte ich mir so, lieber, dann kannst du das. Das ist echt das ist eine richtig schlechte Fälschung. Ja, das heißt so. Ich würde eher Mama belügen, als unsere Mutter belügen. Okay, warte mal. Okay, 3, 2, 1. Wir beide. Also ich meine, wer nicht so. Also ich habe meine Mutter noch nie angelogen. Doch, ich habe meine Mutter früher dauernd angelogen. Kommt drauf an, was für Sachen so. Ja, aber. Ich will darüber mein eigenes Video drehen, so was ich meiner Mutter alles früher nicht erzählt habe, deswegen, ja, stay tuned for that. Okay. Wer würde eher irgendwas klauen? 3, 2, 1. Ich würde jetzt nichts mehr klauen. Ich auch nicht. Ich hätte viel zu krasse Angst. Hast du schon mal was geklaut? Ich glaube, einmal auf Klassenfahrt. Also da war der Typ, der war sogar da drin, der Besitzer von der. Das war irgendwie so ein kleiner Kiosk in unserem Bungalowdorf. Und alle haben dann einfach die ganze Zeit so Chips mitgehen lassen und sie hat den auch nicht gejuckt und haben sie halt auch welche mitgenommen. Aber sonst nicht. Oder von einer Freundin mal irgendwie so ein Kuscheltier oder so. Boah, was? Aber ich weiß nicht, ob es geklaut war, weil sie hatte mir gesagt, wir haben es uns halt ausgeliehen, ich habe sie halt aber nie wieder zurückgegeben. Ja, okay, aber also, das klar man ist. Hat schon so gehofft, so, dass man es nicht zurückgeben muss, ne? Ja, stimmt, ich hatte es, glaube ich, auch mit Kassetten von mir genommen oder so. Ja. Also, ich würde es mich auch nicht trauen, aber ich habe auch mal was behauptet. Ich sag, wir laden lieber nicht. Wer würde eher mit Haien tauchen? Mit
Parteien. Also so richtig. Okay, 3, 2, 1, ganz klar. Was? Ich würde niemals mit Haien tauchen. Ja, aber ich würde niemals tauchen. Ja, okay, tauchen will ich schon, aber ich traue mich nicht mal in einem See irgendwie. Ja, aber ich traue mich nicht mal zu tauchen. Ja, aber ich. Nee, ich würde niemals. Ja, ich auch nicht. Okay. Vergiss es direkt. Wer würde eher Scoops beim Spazierengehen verlieren? Okay. 3, 2, 1. Du! Ich dachte jetzt so, also ich würde ihn auch nicht verlieren, ich würde halt aufpassen. Ich würde ihn auch nicht verlieren, aber ich dachte so, du bist so akkurat. Ich hasse halt so, weil es dein Hund ist. Ja. Würdest du ihn nicht verlieren. Aber ich bin vielleicht irgendwann mal so schusselig und du bist aber. Aber so ich bin auch tollpatschig. Also ich bin, dann fahre ich irgendwie mit der Leine und er dann weg oder so. Na gut. Keine also ich würde eher sagen, ich ja, bin auch froh, wenn es nicht so ist. Ja, ich auch. Toi, toi, toi. So, das war's jetzt mit der Wer würde eher Challenge. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr überrascht wart von den Antworten genau. Oder irgendwas anderes. Oder ob ihr auch gesagt hättet, die Person von uns würde das eher machen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich über irgendwelche Videovorschläge oder Kommentare jeglicher Art. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.